Guten Morgen, ich begrüße alle Voskis-Teilnehmer zum zweiten Tag. Wir sind hier auf Bühne 1 und es geht um Karten, warum auch sonst. Und zwar zuerst haben wir einen Vortrag für die Konvertierung von ArcGIS Styling zu GeoServer. Dann geht es um Open Layers Rendering und der dritte Vortrag ist eine mobile App, wo es ebenfalls um Karten geht. Wir beginnen mit UX to SLD, automatische Umwandlung von ArcGIS-Styling zu GeoServer. Es sind hier Wolfgang Karl, Cécile Vuillemier und Thomas Marti und wir freuen uns auf den Vortrag. Liebe Voskis-Teilnehmer, es freut mich, Ihnen unser Thema Lyrics to SLD, automatische Umwandlung von ArcGIS-Styling zu GeoServer, vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Wolfgang Kaltz, ich arbeite für die Firma Camp2Camp. Mit mir ist Thomas Marti, der für den Kanton Aargau arbeitet und dann den zweiten Teil des Vortrags übernehmen wird. Wir möchten Ihnen erzählen, was unsere Ausgangslage war bei diesem Thema, wie wir vorgegangen sind, um die Problematik zu lösen, was konkret bei der Umsetzung von Lyrics to SLD herausgekommen ist. Anschließend wird Thomas Ihnen erklären, wie Lyrics to SLD im Kanton Aargau eingesetzt wird. Sprich, wie es in der kantonalen Infrastruktur eingebettet ist und wie der Stand der Umsetzung, also Abdeckung der Styling-Anforderungen und auch wie der Stand der Automatisierung ist im Kanton Aargau. Ich fange an mit der Ausgangslage. Also die Ausgangslage ist, dass im Rahmen der Open Data Initiative und entsprechenden Gesetzgebungen in der Schweiz der Kanton Aargau nun das Ziel hat, sämtliche öffentliche Geodaten als WMS zur Verfügung zu stellen, diese so weit wie möglich automatisiert zu publizieren, also so aktuell wie möglich, daher das Bedürfnis an Automatisierung. Und bei dieser Gelegenheit, diese Open Data WMS auch mit Open Source Software zu publizieren. Für Open Source WMS Server ist GeoServer der erste Kandidat des Kantons. Im Kanton Aargau ist allerdings ArcGIS der Standard bisher, sowohl im Desktop-Bereich wie auch im Server-Bereich. Ein kompletter Wechsel auf Open Source, also sprich vielleicht QGIS Desktop, ist kein Thema im Kanton. Die technische Problemstellung ist somit, dass ArcGIS Pro, was alle Benutzer des Kantons, also in der kantonalen Verwaltung verwenden, als Styling-Format Lyrics verwenden, also der Standard von ArcGIS Pro, während GeoServer den Standard SLD benötigt für die Darstellung der Karten. Somit braucht es eine Konvertierung von Lyrics zu SLD und diese Konvertierung soll so automatisiert wie möglich erfolgen, da es hier dann um hunderte Layer gehen wird, was Ihnen Thomas dann später noch anhand von Beispielen zeigen wird. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben verschiedene bestehende Softwareprojekte untersucht, die sich mit dieser Thematik generell beschäftigen, also der Thematik Umwandlung von ESRI-Formaten zu Open-Source-Formaten oder zu offenen Standards. Es gibt die Tools SLIR, MapQ-Converter, GeoCut-Bridge, die teilweise schon sehr, sehr fortgeschritten sind, sehr reif, die aber nur das ArcMap-Format unterstützen, also Vorgänger von ArcGIS Pro. Es gibt im Bereich QGIS die Projekte QLyrics und Lyrics to QML, die teilweise ausgereift sind, teilweise noch nicht, aber sowieso für den Einsatz im QGIS vorgesehen sind.
was jedoch beim Kanton Aargau aktuell, wie gesagt, nicht in Frage kommt. Nach verschiedenen Beratungen mit Viktor Olaya haben wir uns entschieden, auf der Bridge-Style Library von GeoCut aufzusetzen. Die Bridge-Style Library ist ein Open-Source-Projekt, was von der Firma GeoCut gesponsert wird. Es wird für verschiedene Zwecke eingesetzt. Die Komponente zur Interpretation des Lyrics-Formats ist zum Zeitpunkt, wie wir es angeschaut hatten, war eher noch rudimentär. Also es gab noch einige Lücken, um das Lyrics-Format dort zu lesen. Und somit haben wir iterativ verschiedene Umwandlungsmöglichkeiten der Bridge-Style verbessert. Konkret geht es um Polygonsymbole, um Labels, die man rotieren möchte, um maßstababhängige Symbole und viele weitere kleine Sachen, die anhand von der Demo später noch etwas anschaulicher werden. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass dies ganz im Sinne von einem Open-Source-Projekt passiert ist. Das heißt, dass wir erstmal einen Fork gemacht haben, der Bridge-Style-Library. Und wenn wir dann jeweils einen guten Stand von Verbesserung erreicht haben, die dann auch vom Benutzer, also vom Kanton Aargau, abgenommen wurden, haben wir diese auch zurückfließen lassen in die Original-Library von GeoCut. Somit denke ich, haben wir hier wirklich ein interessantes Beispiel von Kooperation in der Open-Source-Welt. Nun, das betrifft jetzt das Thema Styling. Also wie kann man dann Styling von, die ein Benutzer im ArcGIS Pro gemacht hat, dann auch im Geo-Server verwenden? Aber das zweite Bedürfnis ist ja, dass die Umwandlung möglichst automatisiert passieren kann. Zu diesem Zweck haben wir das Lyrics-to-SLD-Service, den Lyrics-to-SLD-Service entwickelt, der Lyrics als Input nimmt, wie der Name schon sagt, SLD als Output produziert. Und somit ist eine direkte Publikation des umgewandelten Stylings im Geo-Server möglich, dank der bewährten REST-Schnittstelle von Geo-Server. Als technische Basis für diesen Service haben wir Python verwendet mit dem Fast-API-Framework. Es stehen Docker-Images zur Verfügung auf Docker-Hub. Bei jeder Verbesserung in der Styling-Library wird automatisch via Continuous Integration ein neues Docker-Image zur Verfügung gestellt, was somit vom Kanton Aargau automatisch in seiner Entwicklungspipeline verwendet werden kann, aber auch von jedem weiteren Interessenten. Das Projekt steht Open Source zur Verfügung. Wir wären froh, wenn es auch noch weitere Anwender interessieren würde, sei es aus öffentlichen Verwaltungen oder anderen Bereichen, die ein Interesse daran haben, Arbeit, von die in ArcGIS Pro Desktop gemacht wurde, auch im Geo-Server-Umfeld automatisch verwenden zu können. Sprich, wenn eine richtige Community daraus entstehen könnte aus diesem Projekt. Ja, zusammen sind wir stärker und Sie werden gleich sehen, welche Verbesserung der Kanton Aargau schon gesponsert hat. Und wie gesagt, wir wären froh um noch weitere Teilnehmer in dieser Community. Nun möchte ich das Wort an Thomas übergeben, der Ihnen den Stand im Kanton zeigen wird. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für deine Ausführungen. Ich möchte gerne jetzt die Ausgangslage vom Kanton Aargau ein bisschen schildern. Bei uns hat es Datenintegrationsprozesse, die sehr gut funktionieren. Das ist beruht auf einer dezentralen Datenpflege bei den Fachstellen. Die können bei Bedarf ihre Daten in einen zentralen Pool übergeben. Das geschieht nächtlich. Dort werden die Daten zusammen mit den Symbologien übergeben in einen SQL-Server mit ArcGIS.de. Dieser Teil der Pipeline ist etabliert und
hat seine Vorteile dort. Wir haben auch eine gewisse Publikation von WMS, die ist aber sehr selektiv. Das ist ein manueller Prozess über ArcGIS Pro. Dort werden bei Bedarf WMS-Layer publiziert auf ArcGIS-Server. Das ist aber sehr unstrukturiert. Wir gehen da von ungefähr 100 WMS-Layer aus. Dieser Prozess soll jetzt verbessert werden, massiv verbessert werden. Wir haben das Ziel, dass alle öffentlichen Vektordaten nächtlich publiziert werden, und zwar sowohl in PostGIS mit Ogg2Ogger als auch die WMS-Layers auf GeoServer. Diese beiden Prozesse, die laufen schon in einer Pipeline testweise. Das funktioniert recht gut und zuverlässig. Da können wir vielleicht nachher noch kurz in der Demo anschauen. Und wenn wir dann das Ziel geschafft haben, dass sämtliche Vektordaten publiziert werden, dann sind wir vielleicht bei 700, wenn nicht sogar mehr WMS-Layer. Und das ist wirklich so, dass da nächtlich eigentlich neue Symbologien kommen können oder abgeänderte Symbologien. Und deshalb brauchen wir diese automatisierte Konvertierung. In der nächsten Demo kann ich kurz zeigen, wie das so aussieht, wie die LyrX-Dateien, diese Symbologien jetzt gepflegt werden und wie sie konvertiert und abgelegt werden. Wir sehen hier ein ArcGIS Pro, das ist das Werkzeug der Fachstellen, der Sachbearbeitenden, die damit ihre Daten pflegen, die Styles aufbereiten. Wenn man da so einen Style anschaut, also wir haben da sehr komplexe Symbologien, Bauzonen, amtliche Vermessung. Man kann sich im ArcGIS Pro in diesen Property Pages auch recht gut verirren. Es geht da sehr verschachtelt und komplex in Tiefen, die dann nicht mehr jeder versteht. Und gerade diese Komplexität ist dann auch schwierig zu konvertieren. Die Styles sind bei uns auf einer Fileablage gehalten. Ich kann da mal so ein File öffnen. Das ist eine JSON-Struktur. Das sind Schema-Informationen, Rendering-Informationen drin und so weiter. Die Umwandlung kann ich kurz an diesem Batch-Script da zeigen. Das ist eine ASP.NET Core-Applikation, die jetzt diesen Lyrics to SLD Service aufruft, den Inhalt eines solchen Files schickt und dann die Response, die man da ansatzweise sieht, dann wieder entgegennimmt. Die SLDs, die werden dann nicht filebasiert abgelegt, sondern die landen dann in unserer Datenbank. Also wir wollen wirklich sämtliche Lyrics konvertieren und erst einmal ablegen in der Datenbank. Das wird dann später konfiguriert, was damit geschieht. Das ist so der Teil, das ist halt etwas schnell gegangen. Man sieht die ganze Magie dieses Lyrics to SLD hier zu wenig. Aber wenn man dann sieht, dass es funktioniert, ist es umso schöner. Die automatische Publikation auf den GeoServer und der nächste Punkt. Also wir haben gesehen, die Daten sind in der Datenbank und sollen dann hierhin. Also da ist ein GeoServer, der ist noch leer. Wir werden dann sehen, wie der gefüllt wird während diesem Publikationsprozess. Noch einmal ein Blick in die Daten. Wir haben da die SLDs zusammen auch mit Image-Dateien als ZIP, abgelegt in der Datenbank. Und was jetzt weiter passiert, ist, dass die Fachstelle in dieser ArcGIS Toolbox, das ist ein Metadaten-Konfigurationstool, festlegen kann, welche WMS-Dateien oder welche Layer dann wirklich auch publiziert werden. Also wir haben mal alle konvertiert und hier kann dann auch Einfluss genommen werden, was rausgeht und was nicht. Das sieht momentan noch so aus, dann könnte man sogar manuell das SLD editieren. Wird wahrscheinlich nicht so sein. Wir möchten wirklich diesen vollautomatischen Ansatz verfolgen. Was hier aber sicher reinkommt, ist eine Vorschau.
und die Möglichkeit, endgültig zu publizieren. Die Publikation, auch hier wieder eine ASP.NET Core Applikation, ein Webservice, der angestoßen wird, sieht man auch nicht so viel, was da passiert. Ich kann das einfach mal anstoßen und schauen, was passiert. Hier werden jetzt Arbeitsbereiche erstellt. Es werden Layer über die REST API von Chia Server erstellt und publiziert. Jeder Layer hat dann auch die entsprechenden Stile. Es werden Layer gruppiert, weil man auf der Datenseite dann auch immer auch noch mehrere Layer haben kann. Gibt es da Gruppenlayer? Ich kann da vielleicht mal zeigen, wie das aussieht in der Vorschau. Es ist jedenfalls schon mal bunt, es hat Farben, es hat Umrisse. Das sieht nach einer erfolgreichen Publikation aus. Ob jetzt das Ganze dann wirklich so ist, wie es sein muss, das entscheiden nicht nur wir. Also für mich als Techniker sieht das sehr gut aus. Aber schlussendlich ist das dann eine Entscheidung mit den Fachstellen zusammen, den Fachleuten. Die haben natürlich andere Ansprüche dann auch an die Kartografie, an die Layer, wie das Ganze daherkommt. Und deshalb sind wir jetzt laufend diese Styles am Anschauen, am visuell kontrollieren. Die Fehler werden kategorisiert, priorisiert und wenn es geht, bei uns schon eingegrenzt. Aber das passiert zusammen mit Camp to Camp, dass wir schauen, wo könnte das Problem liegen, was muss man machen. Und die Korrektur der Fehler schlussendlich ist dann bei Camp to Camp. Also die machen diese Anpassung in der Bridge-Style und wir haben diese am nächsten Tag oder sobald es korrigiert ist bei uns auf dem System. Ich kann da ein paar Beispiele zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier zum Beispiel die Daten der amtlichen Vermessung. Das ist ein Group Layer, das sind mehrere WMS Layers. Links ist das Original, rechts ist das Resultat. Das sieht für mich im ersten Moment sehr gut aus. Wenn ich dem Fachkollegen zeige, sieht er natürlich, da stimmt das noch nicht. Und hier müssen wir wirklich jetzt hingehen und diese einzelnen Probleme adressieren. Im Falle der amtlichen Vermessung ist das ist der Genauigkeitsanspruch sicher höher als irgendwo sonst. Wir haben weniger schwerwiegende Sachen, die man sich überlegen muss, machen wir das oder nicht. Hier haben wir eine falsche Sortierung der Kategorien. Das kann man sich hier anschauen. Macht man es nicht? Wann macht man es? Wir haben hier ganz fiese Fehlerchen, da hat es irgendwo einen ganz kleinen Unterschied, den man fast nicht sieht. Da muss man wirklich genau hinschauen. Und könnte vielleicht ein Nullwert sein, der nicht richtig dargestellt wird oder so. Andere Sachen sind weniger schwerwiegend. Das sind wahrscheinlich die Komplexität von ArcGIS Pro. Erlaubt dann noch so Spaces, was dann wieder auf der anderen Seite nicht vorhanden ist. Was auch immer eine Herausforderung ist, sind die Abfrageausdrücke. Das ist vor allem auch bei der Darstellung von Layers zum Beispiel. Hier haben wir einen Fall, wo Python verwendet wurde in ArcGIS Pro für diesen Abfrageausdruck. Das müssen wir auch anschauen. Wollen wir das unterstützen oder ist das auch anders möglich? Also da ist immer auch das das Credo, dass wenn man etwas schon ändern kann im Lyrix und vereinfachen kann, dann macht man es dort. Also wir wollen dort nicht so weit gehen. Der Status des Projektes ist wie gesagt so, die Pipeline, die steht, ist noch nicht produktiv, das kommt gut. Die Verbesserungen von Lyrix zu SLG sind iterativ im Gange und die Herausforderungen sind nicht technischer Art, sondern das sind Kompromisse zwischen verschiedenen Ansprüchen zu finden. Das wird sicher schwierig werden. Wann ist ein Layer wirklich gut genug? Dann komme ich schon zum Fazit und zum Abschluss. Ein Fazit ist sicher, die Kompatibilität von Lyrix und SLD, die ist da, ist besser als erwartet. Man kann sehr viel abdecken, relativ gut und einfach. Und der Teufel liegt wie immer auch hier im Detail. Das haben Sie gesehen.
Was sich auch sehr bewährt hat, ist dieser agile Prozess der Weiterentwicklung mit Camp to Camp. Wie Wolfgang schon gesagt hat, ist hier sicher eine größere Community nützlich und hilfreich. Ja, das wäre es dann. Also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit im Namen von Camp to Camp und AGIS und freue mich auf zahlreiche Fragen zu diesem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Es sind auch einige Fragen eingetroffen. Wir beginnen gerade mit der ersten Frage. War das GeoStyler-Projekt bekannt bei Beginn der Entwicklung? Und ein Lyrics-Parser für GeoStyler wäre sicher eine Option gewesen, beziehungsweise ist immer noch eine Option. Also die Frage kann ich leider nur teilweise beantworten. Also GeoStyler ist bekannt. Jetzt in diesem Projekt haben wir auf die Library BridgeStyle aufgebaut, wie im Vortrag erläutert. Das ist eine Library, die von GeoCut entwickelt wird und wir haben dann halt speziell die Punkte verbessert, um Lyrics besser interpretieren zu können. Die BridgeStyle-Library selber verwendet das GeoStyler-Format als internes Format. Und was ich jetzt offen gesagt, was mir jetzt nicht abschließend klar ist, ist, wieso das BridgeStyle-Projekt von GeoCut nicht in der GeoStyler-Community ist. Aber das ist eine interessante Frage und ich frage gerne die Kollegen von GeoCut dazu nach. Also vereinfacht gesagt, es hat zu tun mit GeoStyler. Es verwendet das Format als Zwischenformat. Und für mich ist jetzt die Open-Source-Community-Frage ist, werde ich gerne nochmal nachgehen mit den Kollegen von GeoCut, wie gesagt. Ja, vielen Dank. Es ist eine weitere Frage eingetroffen, und zwar, wie es mit dem Support zur Konvertierung von älteren MXD bzw. LIR-Files aussieht. Genau, also bei älteren Files, also von ArcMap, gibt es schon einige Tools. Es gibt kommerzielle Tools, es gibt Open-Source-Tools. Die Links dazu sind am Anfang vom Vortrag. Haben wir dort eine Zusammenfassung gemacht. Das könnt ihr dann gerne noch in Ruhe anschauen. Also das ist eigentlich gut abgedeckt. Hier haben wir uns wirklich auf ArcGIS Pro und das neue Format Lyrics konzentriert, weil es dort eben keine, wir haben keine Tools gefunden, oder die das abdecken. Deswegen, es geht hier wirklich ausdrücklich nur ums neue Format Lyrics. Fürs alte Format gibt es, wie gesagt, gibt es bewährte Tools dann dafür. Ja, dann kommt gerade noch eine Frage zu einem anderen Tool, und zwar die Frage steht, ist nach der Abgrenzung zum Konverter von North Road SLYR, wo es ja um die Konvertierung für Cookies geht, das Ziel ist, also der Quelle ist dasselbe und das Ziel einmal GeoServer und beim anderen Cookies. Genau, also mein letzter Stand zu dem war, dass das jetzt ein Beispiel von einer Implementierung ist für ArcMap. Und das traditionelle Format und das aber noch nicht, also unser letzter Stand war, dass es ist zwar geplant, dass es auch mal das neue Format, also für ArcGIS Pro, umsetzen wird, aber da gab es noch keine, mein letzter Stand war, es gab noch keine Roadmap dafür, also keinen konkreten Termin, wann es das neue Format unterstützen würde. Ich kannte dieses Format auch noch nicht. Ist das dokumentiert oder was ist der Vorteil von diesem Format? Ist das ein ArcGIS Pro-Only-Format? Kannst du da noch was dazu oder könnt jemand von euch was dazu sagen? Das Lyrics, ja, das ist ArcGIS Pro, das ist der Nachfolger von Lyr. Inhaltlich sehr ähnlich, also es deckt dieselbe Komplexität ab. Ist aber anders aufgebaut. Es ist das ist wirklich ArcGIS Pro proprietär, das ist so. Was es da zu sagen gibt noch, es ist wirklich sehr viel drin, das SLD nicht kann. Also ArcGIS hat ja noch diese ganzen Maplex-Engines. Das war eine Zusatzerweiterung, das ist dann irgendwann ins Lyr-Format eingeflossen. Das hat man alles irgendwie
mitgenommen und das hat das Ganze noch viel besser gemacht. Glücklicherweise wird das von Benutzern nicht allzu viel gebraucht, aber es hat da wirklich Sachen drin, dass man, was man machen kann mit diesem Format, das dann wirklich zu viel ist. Aber glücklicherweise kann man das den Benutzern dann auch sagen, dass sie die Komplexität gerade bei WMS-Layer herabschrauben müssen. Das geht schon. Ja. Danke vielmals. Es ist noch eine Frage eingetroffen, die nehmen wir noch kurz mit. Gibt es auch ein Command-Line-Tool oder ist das geplant? Ja, es gibt Command-Line-Tool. Also man kann die Library via Command-Line-Tool anstoßen. Das haben wir eben auch für diese Zwecke hinzugefügt und sonst halt das als REST-Service kann man das verwenden. Beides ist möglich. Gut, ja, vielen Dank für die beantwortenden Fragen, für den interessanten Vortrag.